Nach der Corona-Krise wird die Welt nicht mehr sein, wie sie davor ist. Fünf Dinge werden sich auch in Ihrem und meinem Leben verändern. Welche fünf Dinge das sind, es hat auch mit dem Händegeben zu tun, das werde ich Ihnen gleich verraten. Mein Name ist Martin Wehle, Buchautor und Karriereberater. Da bin ich schon beim ersten Punkt, und zwar, wie wird es künftig mit dem Händegeben sein? Ich kenne so viele große Betriebe in Deutschland. Da sitzen 25 Leute in einem Großraumbüro und jeden Morgen, wie in der Sekte, muss jeder jedem die Hand geben, jeder jedem die Hand schütteln. Das gehört zur Firmenkultur. Ich fand das schon immer albern. Ich kann ein gutes Verhältnis zu Kollegen haben, ohne dass ich jedem Einzelnen die Hand gebe, und auch Manager. Viele Unternehmen haben es sich angewöhnt, gelegentlich ihre Mitarbeiter zu besuchen und dann jedem per Handschlag zu signalisieren, du bist wichtig für mich. Ich glaube, für Chefs gibt es noch ein paar andere Wege, Mitarbeitern deren Wichtigkeit zu signalisieren. Zum Beispiel ordentliche Arbeitsbedingungen, zum Beispiel ordentliche Gehälter, zum Beispiel eine höfliche, eine freundliche und eine respektvolle Kommunikation. Also ich gebe folgende Prognose ab: Das Händegeben, wie es bislang in vielen deutschen Betrieben üblich war, wird es in dieser Form nach Corona nicht mehr geben. Und ich finde es auch gut, dass der Handschlag jetzt nicht entwertet wird durch Inflation, indem man ihn jeden Tag 150 Mal gibt, sondern indem man es seltener tut, aber dafür dann herzlicher. Es wird sicherlich wieder Handschläge geben, aber nicht mehr in dieser Inflation. Das gilt für die Betriebe, das gilt wahrscheinlich auch für das Privatleben. Ich komme zu einer zweiten einschneidenden Veränderung. Ich kenne so viele Betriebe, mittelständische und große, da sitzen Führungskräfte, und für die ist Homeoffice nur ein anderes Wort für Familienurlaub, zu Hause bleiben, die Beine aufs Sofa legen. So war das vor der Corona-Krise, und darum wurde immer misstrauisch beäugt, wer mal einen Tag aus dem Homeoffice machen wollte. Jetzt während der Corona-Krise haben viele Manager, auch solche, mit denen ich im engen Kontakt bin, die haben auf einmal gemerkt, wenn die Leute zu Hause sind, dann arbeiten die nicht unbedingt weniger als in der Firma, sondern die schaffen sogar mehr, weil sie konzentrierter sind, weil sie an den Sachen dranbleiben können, weil sie nicht so oft gestört werden und so weiter. Das heißt, das Homeoffice, das immer nur eine Notlösung war, das Homeoffice hat deutlich an Ansehen gewonnen. Und wenn Sie jetzt gemerkt haben, dass Sie gerne mal von zu Hause aus arbeiten, dann ist jetzt eine sehr günstige Chance nach der Krise, dass Sie mit Ihrer Vorgesetzten oder Ihrem Chef darüber sprechen und entsprechende Vereinbarungen treffen. Meine Prognose ist die, das Homeoffice wird einen gewaltigen Aufschwung erleben. Nur eine kleine Warnung dazu: Wenn man zu Hause lebt und arbeitet, kann es natürlich passieren, dass die Arbeit sich immer mehr ausdehnt und das Leben immer mehr eingeengt wird. Also wenn Sie aus dem Homeoffice arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie klare Grenzen zu Ihrem Privatleben ziehen. Und irgendwann muss Feierabend sein, irgendwann der Computer aus, das Handy aus, und dann beginnt wieder Ihr Privatleben. Ich bin bei einem dritten Punkt, und das ist die Hygiene. Sie glauben nicht, wie viele Firmen in den letzten Jahren beim Putzen gespart haben. Ich kenne einen norddeutschen Konzern, da war es früher so, dass dreimal am Tag geputzt wurde, Papierkörbe wurden geleert, Türklinken wurden abgeputzt und so weiter. Und irgendwann haben die Manager in ihrem Sparwahn beschlossen, ach Gott, wir brauchen nicht jeden Tag Putzkräfte. Die Mitarbeiter wurden also angewiesen, ihre Papierkörbe selber zu leeren und ihre Schreibtische sauber zu halten. Und die Türklinken, ach Gott, das reicht ja, wenn man da zweimal pro Woche drüber wischt. Ich glaube, diese Schweinereien im wahrsten Sinne des Wortes, die sich da Firmen erlaubt haben, diese Schweinereien werden aufhören und die Hygiene wird wieder einen anderen Stellenwert bekommen. Das gilt natürlich auch, was den Knigge angeht. Also das Niesen, was man ja immer noch gesehen hat, dass jemand so hat Ski in die Hand, das wird künftig natürlich in den Ellbogen gehen. Da haben wir alle etwas dazugelernt, und ich glaube, das wird uns auch helfen, wenn wir künftig auf ähnliche Situationen zusteuern. Ein vierter Punkt, der sich total verändern wird, das ist das Krisenmanagement. Denn wir haben in dieser Krise gesehen, es gab im Grunde kein Krisenmanagement. Krisenmanagement bedeutet ja, dass man nicht in der Krise anfängt zu denken, sondern dass man vorher sich schon Gedanken macht, was könnte passieren und wie reagieren wir dann.
Aber zeigen Sie mir bitte die deutsche Firma, die auf einen ähnlichen Fall vorbereitet war. Es sind die Netzwerke der Firmen, auch der großen, total zusammengebrochen, als viele Leute im Homeoffice geblieben sind. Es wurde die Politik total überfahren, obwohl es schon Warnungen von Experten seit vielen, vielen, vielen Jahren gab. Und auch private Menschen, Arbeitnehmer, Selbstständige, die wurden vollkommen von dieser Krise überrannt. Und ich glaube, wir alle haben jetzt noch etwas mehr Fantasie, uns auszumalen, wenn etwas Ähnliches wiederkäme, wie wir damit umgehen, was wir alternativ machen können, wie wir ein persönliches Geschäft auch in ein digitales Geschäft verwandeln können. Diese Fantasie, dieses Krisenmanagement, das wird in nächster Zeit boomen, in den einzelnen Köpfen, aber auch als ein Geschäftsfeld. Und jetzt kommt ein fünfter Punkt, und der ist mir persönlich vielleicht sogar der wichtigste, und zwar das Freiheitsempfinden. Es war doch immer ganz normal für uns, dass wir, wann wir es wollten, vor die Türe konnten, dass wir, wann wir es wollten, zum Friseur konnten, dass wir in die Bücherei konnten, dass wir dorthin Urlaub machen konnten, wo wir es wollten, freizügig waren in diesem Land, unsere Zweitwohnsitze benutzen konnten, unsere Freunde treffen konnten. Das alles war ganz selbstverständlich geworden. Und jetzt haben wir alle gemerkt, das ist nicht selbstverständlich. Es kann Situationen geben, in denen diese Freiheit beschnitten wird. Und ich glaube, dadurch, dass die Freiheit jetzt für eine gewisse Zeit weg ist oder weg war, dadurch haben wir die Freiheit mehr zu schätzen gelernt. Dadurch wissen wir, wie toll es ist, wenn alles funktioniert. Und das schätzen wir jetzt mehr als je zuvor. Und das ist ein toller Nutzen, den uns diese Krise bietet. Ich bitte Sie, teilen Sie das Video mit möglichst vielen Menschen. Ich denke, die Botschaft ist wichtig, was sich verändern wird und wie man sich selber darauf vorbereiten kann. Und ich verlinke Ihnen unter diesem Video und oben in der Infobox nochmal ein spannendes Video, in dem ich sage, warum die Corona-Krise für uns auch eine gewaltige Chance ist, warum sie auch gut ist in gewisser Hinsicht. Schauen Sie sich das gerne noch an und ich freue mich, wenn Sie zurück auf den Kanal kommen. Bitte mit Glocke abonnieren, dann kriegen Sie immer Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Ihr Martin Wehrle.